Polizei gesagt, am letzten Spieltag nach 37 Minuten, da lag Eisenach in Coburg 6 Tore zurück. Man musste aber gewinnen. Das haben sie geschafft am Ende mit einem Tor. Und da war der Jubel natürlich grenzenlos. Zinder, der ist drin. Den hat Rudek eigentlich schon irgendwie. Aber trotzdem muss der Ball eben aus dieser 7 gegen 6 beim BAC. Arneson, Benge, Stutzke mit sehr viel Platz. Und das macht den natürlich höchsten Treffer. Auch wenn der Torschütze gar nicht so lang zu sehen ist, weil er dann hinten in die Werbebande abtaucht. Paul wäre natürlich ein Kandidat. Hochgewachsen, Saul übernimmt und Saul schickt Rudek in die falsche Ecke. Hat der BAC gut verteidigt, aber jetzt wieder. Gehen sie etwas weiter zurück, zwei Kreisläufer beim BAC drücken die Thüringer an den eigenen Kreis. Zwei Kreisläufer, rechts außen unbesetzt. Walz kann ich nach rechts außen spielen, da ist keiner mehr. Muss er selber machen, macht er auch selber. Aber wenn der Schuh eben daneben steht, dann ist es der perfekte Wurf. Und das war mal über die zweite Welle gekommen. Direkt die schnelle Mitte. Da sehen wir es alles noch ein bisschen ungeordnet. Da wird dann noch übernommen und dann Weihrauch als Einläufer. Geht jetzt aber wieder raus. Saul überlässt Zehner. Oh, der hat gut Platz jetzt auf der Halbrecht. Den 7 Meter zu riskieren und möglicherweise auch noch die positive Strafe. Wow, hoher Luftstand von Andersen. Wieder so ein prima Pass auf die ballferne Seite. Das machen sie richtig gut. Die 34, die tun so richtig weh, weil man weiß, es ist auch noch so viel Kilometer zu gehen. Aber jetzt sind wir so langsam Richtung Zielgerade ja schon unterwegs. Sind ja nur eine Strecke, aber vor 5, 6, 7 Minuten pumpen sie alle etwas mehr. Saul schickt den Keeper in die falsche Ecke. In der Heidkamp Saul, der Rückraum. Weit kam Saue, einen hätten sie noch übrig, macht er selber! 5 Sekunden vor der Sirene und der BAC mit dem Tor. Hannes Dorn und auch der ist drin, minus 1, der BAC. Im Match. Die Löwen kämpfen, Parade, Tempo, Gegenstoß zum Ausgleich, alles möglich. Zehner, Zehner, drin ist er, plus 2, das gibt's noch nicht. Der Aufsteiger. Natürlich jetzt sehr viel Zeit runterlaufen. So viel Zeit, dass überhaupt nicht mehr der Ball in die Hand genommen wird. Und jetzt ist hier Partystimmung in Thüringen. Der THSV Eisenach gewinnt zum Auftakt.